Hallo und willkommen zu einer neuen Folge 4x4 Passion. Ich bin die Caro und heute geht es weiter mit unserer Grillvorstellungsreihe. Diesmal ohne den Carsten, der ist nämlich unterwegs in Frankreich und testet seinen neuen Innenausbau. Heute stellen wir euch einen waschechten Bayern vor, und zwar den Knistergrill. Der Knistergrill Hero ist mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Er ist sowohl mit Gas als auch mit Kohle nutzbar. Um mit Kohle zu grillen, muss einfach nur die Gaseinheit entfernt werden. Besonders an allen Knistergrills ist, dass man optional eine Aufhängungsmöglichkeit für den Balkon oder das Fahrrad dazu kaufen kann. Hier mein Lieblingsbild aus der Bedienungsanleitung. Ich würde mal behaupten, dass der Knistergrill, so wie andere Gasgrills auch, da wo das Gas einströmt, in der Hälfte heißer ist als hier hinten. Das heißt, so zum richtigen Anbraten und so ist vorne viel Platz und hinten kann man gut warm halten oder Sachen, die schnell verbrennen, hinlegen. Außerdem kann man natürlich die Hitze an der Gaskartusche regulieren oder man kann den kleinen Grillrost auch einfach eine Etage weiter unten einschieben. Was ich auch super finde am Knistergrill, der kommt wie ich aus München. Die Gründerin heißt Caro und das Team besteht hauptsächlich aus Frauen, was ja in der Grillbranche, würde ich jetzt mal behaupten, nicht unbedingt üblich ist. Wenn man die Holzgriffe abbaut, kann man den auch in Einzelteile zerlegt in die Spülmaschine legen zum Reinigen oder halt einfach per Hand im warmen Wasser mit Spülmittel sauber machen. Im gesamten Produktionsprozess wird total viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Um die Transportwege kurz zu halten, wird zum Beispiel der komplette Grill in Deutschland produziert, genauer gesagt in Bayern. Außerdem wird im ganzen Produktionszyklus bis zu 99% auf Plastik verzichtet. Und sollte mal was kaputt gehen, können alle Teile einzeln ausgetauscht werden. Auf der Webseite von Knister gibt es natürlich auch noch viele Zubehörteile, Grillzange, Spieße, Planscher, alles, was das Grillherz benötigt. Mein Fazit: Der Knistergrill ist zwar größer im Packmaß als jetzt die üblichen Steckgrills, die wir kennen, dafür ist er aber auch schneller aufgebaut. Und wenn er zusammengeschoben ist, ist er trotzdem sehr klein und passt in eine normale Eurobox rein. Mit seinen diversen Halterungsmöglichkeiten finde ich das super, weil man könnte ihn zum Beispiel außen ans Auto irgendwie dran bauen. Vielleicht, dass man sich eine Halterung baut fürs Ersatzrad, das schmilzt dann wahrscheinlich. Irgendwie vielleicht draußen an Käfig dran oder an Tisch oder so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man den auch gut in sein Camping-Setup integrieren kann. Und die Grillfläche jetzt hier von dem Modell, vom Knister Hero, ist natürlich auch echt groß. Und man kann hier locker auch für die ganze Mannschaft grillen.